auf unserer Reise haben wir gleich rechte Steuerbordseite voraus zu sehen, ein altes Segelschiff, ein Museumsschiff, die Rigmar Rigmars. Oder 1856. Wir fahren als erstes gleich in die Speicherstadt. Waren mit kleinen Schiffen hier reingebracht wurden, mit sogenannten Schuten. Diese Schuten sind früher etwa 20 Meter lang. Die größte Seeschuten, die nach Hamburg gekommen sind und in einem der vielen Hafenbecken angelegt haben, legte man diverse Schuten längs sich hin. Einmal wegen der vielen Brücken. Und außerdem halt wegen der Wassertiefe. Abgenommen zog man das Lagergut dann nach oben in die einzelnen Etagen. Dann wurden die Waren hier zwischengelagert. Denn wir befinden uns schon seit mittlerweile über 40 Jahren im Zeitalter des Containers. Wir lagern hier vor allem Tee, Kaffee, Kakao. Ein zusätzlicher Schraubenantrieb zur besseren Manövrierfähigkeit.